Bonjour, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Heute mal auf Französisch, ich habe da lange Zeit gelebt, damit ich es nicht vergesse, heute eine französische Begrüßung. Mein Name ist Christian Schlegel, wir haben den Freitag, den 28. Juni. Ich beginne den Film um 18:03 Uhr. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Wir haben den Juni hinter uns. Ganz komischer Monat. Ganz, ganz schwierig zu handeln. Das erste Halbjahr ist auch rum, deswegen, was Sie vor sich sehen, ist der Monatschart, sprich eine Kerze, ein Monat. Weil ich finde, nach einem halben Jahr kann man da ruhig mal reinschauen. Das ist jetzt hier von 2008. Da waren wir tatsächlich mal unter 4000. Ich könnte sich noch daran erinnern. Die Kanäle, auf die komme ich gleich. Aber grundsätzlich, die Bänder sind völlig in Ordnung. Da ist nichts, allerdings auch weder ein Signal nach oben oder unten. Der Trendfolger über das MACD ist weiter positiv. Stochastik ist positiv. Ja, die hat also hier Anfang 2019 sehr schön gedreht, über die 20 gegangen. Es gelten die gleichen Regeln wie für den Wochen- oder Tageshandel. Also ich finde, das sieht hier gar nicht so verkehrt aus. Ich habe hier kein frisches Kaufsignal, sowas hier oder sowas hier. Aber ich finde, es sieht grundsätzlich ganz in Ordnung aus. Gehen wir mal auf die Woche. So, hier ist die Woche, wieder die Kanäle. Die Bollinger-Bänder verlaufen mehr oder weniger parallel. Auch hier kein Signal auf Wochensicht. Die Stochastik hat sich vom neutralen Bereich nochmal hochgerettet und ist jetzt sogar schon klitzeklitzekleines bisschen überkauft. Das ist aber nicht besonders viel. MACD ist in Ordnung, deswegen habe ich es mal näher rangezoomt. Auch wenn das um die Nulllinie herum oszilliert, ist es so, dass das Histogramm, die Balken werden etwas größer. Das ist also grundsätzlich in Ordnung. Aber jetzt gehen wir mal auf den Tag. Das ist das Wichtigste und das ist gefährlich. So oder so. Wir haben hier, sind die gleichen Kanäle wie letzte Woche. Ich sagte, das sieht so ein bisschen aus wie der Wasserfahrplan der Vaporetti. Wir haben den Aufwärtstrend und damit fange ich gleich mal an. Wir sind ja, konzentrieren Sie sich mal nur auf diese schwarze Linien hier. Wir sind ja dann da raus, dran, sogar wieder ein bisschen rein, wieder runter. Und heute sind wir fast wieder dran gekommen. Und das verbindet sich jetzt hier ziemlich genau mit diesem kleinen Zwischenhoch, was wir haben, was immer noch ein Doppeltop ist, bei 12.435. Das ist der Widerstand per heute gewesen. Diese Linie hier steigt pro Tag um 20 Punkte. Also von daher noch nicht klar, gehen wir drüber oder nicht. Nehmen wir mal den zweiten Trend, den Korrekturtrend, den hatten wir gebrochen, haben ihn am Dienstag, das war der Draghi-Tag, nochmal bestätigt und sind dann davon abgefedert nach oben. Jetzt nehmen wir den dritten Trend. Ich mache es mal ein bisschen größer. Das ist dieser neue frische Aufwärtstrend. Am Mittwoch war ich bei NTV und da waren wir genau an dem Tag, waren wir ein bisschen unter der 12.200. Also das Ding gilt für mich als gehalten. Er ist wieder reingesprungen. Am nächsten Tag waren wir auch draußen, ist auch wieder reingesprungen. Und heute haben wir auch nur drauf aufgesetzt. Von daher, dieser letzte Kanal, der gilt meines Erachtens nach noch. Der ist für mich dann gebrochen, wenn wir mit Schlusskurs hier unter der 12.200 liegen. Da kommt auch die 20-Tage-Linie unterstützend hinzu. Die 12.200 ist jetzt erstmal für mich ein sehr wichtiger Punkt. Da komme ich auch nachher bei den Optionsscheinen, die ich auswähle, nochmal drauf. Von der Technik her, es ist nach wie vor okay. MACD ist okay. Auch hier hat die Stochastik sich in die Neutralität zurückgezogen und dreht gerade eben wieder hoch. Das sieht nicht so verkehrt aus. Wenn ich jetzt mir diesen Chart so anschaue, haben wir natürlich nach wie vor dieses Doppeltop hier im Bereich 12.435. Für mich, so hat es auch bei NTV, gilt das Ding gebrochen, wenn wir da einen, nehmen wir es mal, Toleranzabstand haben von 30, 40 Punkten und es muss mit Schlusskurs überboten werden. Nicht nur mal während des Tages ein Schnorchel rausgehalten und dann wieder runter, sondern mit Schlusskurs da drüber sein. Dann wären wir sowohl in dem Trend und haben auch gleichzeitig dieses Doppeltop rausgenommen. Die Chance besteht. Und wenn ich heute Nachmittag schon mal geschaut habe, was unser aller Freund Donald the Trump da rumtwittert. Also ich glaube, der nimmt gerade Fahrt auf. Ich gehe davon aus, der schickt alle 2, 3 Stunden irgendeinen Tweet mit irgendeinem Blödsinn wieder. Also das ist unglaublich, wirklich wahr. Dem Mann mal das Handy abgenommen, das würde mal mindestens 5 Punkte Volatilität kosten, egal bei welchen Märkten auf der Welt. Wie dem auch sei, das ist eine ganz gefährliche Geschichte hier nach oben. Also für einen Short ist mir das momentan ein bisschen zu heiß. 12.435 ist der Punkt und idealerweise 12.475 mit Schlusskurs gesehen. Das wäre dann wirklich ein Befreiungsschlag. Nur so ein paar Punkte drüber und wieder runter. Das ist dann so ähnlich wie im Stanpoor. Der hat das auch kurz gemacht und ist dann gleich wieder abgefallen. Andererseits
ist es so, dass die eben schon angesprochenen 12.200, das ist dieser Punkt hier, 12.190, um es genau zu sagen, ist jetzt eine sehr wichtige Unterstützung. Ich vermag es ganz ehrlich nicht zu sagen, ich gebe dem Markt hier eine 50-50 Chance, vielleicht 51-49 nach oben, mir ist das zu wenig. Für mich sind das keine frischen, guten Signale. Wir sind jetzt ein bisschen abhängig von diesem G20-Treffen und den Tweets. Ich weiß nicht, was mit Iran passiert. Ich bleibe übers Wochenende glatt. Ich gehe lieber am Montag rein, frischen Geistes und habe das Wochenende über Pause. Aber ich habe ja momentan kein Signal. Die Gefahr ist aber, wenn wir, also die Gefahr nach oben ist, wenn wir diese 12.470 überbieten, hat er auch locker Platz bis zu 12.900. Das muss man ganz klar sehen. Wenn er das unterbietet, die 12.190, sehe ich ihn eher wieder in dem Bereich 11.980. Und da müssen wir dann gucken, was wirklich passiert. Also manchmal ist einfach mal an der Seite stehen auch eine Position. Man muss nicht immer long oder short sein. Ich gebe euch aber dennoch ein paar Scheine für die Watchlist mit. Wenn der am Montag hier drüber geht, muss ich mir nicht einen Schein hier unten oder hier unten bei 11.600 suchen. Ich finde, das ist das letzte offensichtliche Korrekturtief. Da komme ich mit dem Schein ganz gut hin. Das ist ein 12.161er, ein Open-End-Schein von Goldman Sachs. Der hat im Moment einen 52er Hebel. Keine kleine Geschichte. Der hat die Kennnummer GA7VSG. Das ist eine Möglichkeit. Da wäre ich also dann ganz knapp hier drunter und könnte die Geschichte mitnehmen im ordentlichen Hebel. Für diejenigen, für die das zu heiß ist, und das kann ich voll und ganz verstehen, muss ich allerdings einen suchen, der unter der 11.980 liegt. Also reduziere ich hier den Hebel. Und kommen auf sowas hier. 11.952, da bin ich ungefähr hier. Da. Der hat dann nur noch einen Hebel von 28. Ist auch ein Open-End-Schein, ebenfalls von Goldman Sachs. Und der hat die Kennnummer GA7LY5. Liegt also hier. Aber ich kann das schon verstehen, weil das Ding ist schon ein heißes Teil hier. Bei den Puts bin ich nach wie vor der Meinung, dass ich keinen hier oben irgendwo suchen muss. Mit einer tiefen Basis. Denn nochmal, wenn der hier drüber geht, dann wird er auch Fahrt aufnehmen. Ich glaube, dann akzeleriert er. Deswegen habe ich mir sowas entschieden hier. Das sind 12.536er. Damit sind wir noch hinter dem oberen Band. 12.536er. Allerdings würde ich den schon stoppen lassen im Bereich 12.480. Dass ich das Aufgeld nicht verliere. Das wäre dann die Möglichkeit. 12.480 als Stop. Aber die Basis ist 12.536. Das ist auch ein unlimitierter Schein. Das heißt, er reduziert jeden Tag seine Basis und der ist von Goldman Sachs und das ist die GM3LCY. Bevor ich euch gleich Bye-Bye sage, ich war diese Woche bei der Deutschen Bank bei X-Markets und habe zusammen mit dem Christian Knappe ein Interview gemacht über das Fish-Farming. Und wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, hier sollte hier irgendwo auf dem Bild so eine kleine Linie erscheinen, wo man draufdrücken kann. Das dauert ungefähr 9 Minuten. Da geht es um Phytoplankton. Die haben momentan schwer zu kämpfen, diese Fischfarmen. Schaut euch den nochmal an, ist bestimmt ganz interessant. Ihr werdet dann verlinkt auf die YouTube-Seite von X-Market. Ansonsten, es müsste morgen sein, Samstag oder Sonntag, kommt das neue Interview auf NTV. Das habe ich zusammen gemacht mit dem Friedhelm Tilgen. Und mit dem Yevgeny Ponomarev. So, und dann wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.